Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zum Abenteuer hier bei Far Cry 5. Ihr hört die Grace schon wieder schreien, Ziel in Sicht. Ja, weiter geht's, wir müssen zum Devil's Drop. Ihr seht schon, wir müssen zu Jacobs Helikopter und das ganze Ding zerstören. Und wir machen querfeldein. Am Start sind die Grace und Peaches. Peaches und so einen kleinen Puma haben wir in der letzten Folge mal ausprobiert, was er so drauf hat. Und das ist eine ganz schöne Menge, also von daher empfehle ich euch unbedingt, die letzte Folge nochmal anzuschauen. Mit hier seht ihr schon, Peaches am Start. Sehr, sehr cool. Ja, macht Spaß. Wir haben die Lautlos-Mission, weniger laut als los, absolviert. Und jetzt heißt es eben, zerstöre den Helikopter. Ich rate jetzt von Fahrzeugen ab, weil, zumindest von Quads, denn ich habe ja hier zwei Begleiter mit. Wenn ich jetzt vorbreche, brauchen die immer ein Stück, ehe die mit da sind. Und von daher seht ihr ja hier. Machen wir halt mal schön per Fuß über die Klippen. Ist jetzt auch nur weiter als es, also nicht so weit, wie es aussieht. Weiter als aussieht, wollte ich gerade sagen. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist richtig geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist richtig geil, dass ihr das Objekt mit so unterstützt, mit so feiert wie ich. Denn Far Cry macht einfach nur Spaß. Und ja, natürlich ganz liebe Grüße an alle, die jetzt hier fleißig mit Far Cry schauen. Zum Beispiel an die Milena von Juhu Let's Play. Bei jeder Folge am Start, definitiv. Oder an den Master Gamer oder an, ja, da sind eigentlich viele dabei, an Extreme Gamer. Wen haben wir nicht? Achso, wir haben Nick nicht dabei. Ja, wie gesagt, an euch alle. Ganz, 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 ganz liebe Grüße. Während wir jetzt uns hier auf den Weg machen wieder. So, Peaches, du findest einen Weg nach unten, ne? Bist ja ein Puma und ich hoffe, Grace findet auch einen Weg hier runter. Was geht ab? Achso. Kfz rot. Und Hubschrauber. Hi! So, mein Freund. Hattest du noch einen Beifahrer mit drin, oder? Peaches macht das ja, ne? Na, bleib mal stehen. Und zack, neue Widerstandspunkte. Das ist richtig so. Nächstes Fahrzeug, aber da gehen wir mal wieder weg von der Straße, sonst überrennen die uns wieder, wie in den ersten Folgen von Far Cry. Wie gesagt, wer jetzt erst zuschaltet beim Projekt, die komplette Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne bei Teil 1 anfangen. Um eben auch so ein bisschen die Geschichte mit herauszufinden. Jetzt wäre es beinahe rapide bergab gegangen für mich. Peaches hat einen Weg schon. Sehr, sehr cool. Also ich feiere den Puma ohne Ende. Vollkommen motiviert. Patsch, 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 patsch. Rein ins Wasser. Wieder raus aus dem Wasser. So, dann springen wir hier mal drüber. Hoppala. Ja, ein Kilometer noch. Ist nicht so weit. Natürlich auch danke, danke, danke an die vielen neuen Abonnenten. Wir haben mittlerweile die 1030er Marke schon wieder geknackt. Und richtig cool. Also echt, ich feiere eure Unterstützung total. Wir hätten nie gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. Peaches? Bereit zum Angriff. So, dann machen wir kurz mal Action. Sehr fein gemacht, mein Kätzchen. Ich dachte, ich muss in den Bunker. Danke, der Beauty. In der Not. Ganz genau, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Naja, ich atme noch. Ach komm, Grace, jetzt hör auf, so rumzujammern. So, nehmen wir alles mit. Molotov-Cocktails, Quermunition. Schnell über die Straße drüber. Bin ich hier fertig. Ja, und ihr hört schon, Grace mag den Puma nicht. Grace hat eine Abneigung gegen Katzen. Warum auch immer. Oh. Katzen beißen immer. Ich traue dem Kiel nicht.
Okay, Grace, dann müssen wir jetzt mal schauen hier, wie wir da reinmachen. Wuppala. Da kommen wir auch nicht lang. Bleibt alles das gleiche Abhang. Wenn er nicht mehr kommt, wenn wir sterben. Was, wenn uns von unseren lieben Menschen nur die Erinnerung kommt? Und so weiter. Wow. Peaches? Hol dir mal das Schweinchen. Also, das stinkt hier. Okay, das ist also das Breakthrough-Lager. Scheint ziemlich leer zu sein hier. Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass hier keiner mehr ist. Das muss man merken auf der Karte hier, das Lager. Vollkommen leer und verlassen. Oh. Okay. Ich ändere die Position. Damit hätten wir das hier auch geklärt. Schön fress dich satt an ihrem Fleisch, Peaches. Muss ja auch mal sein, ne? Also wir müssen Jacobs Helikopter zerstören. Ich habe jetzt natürlich keine RPG mit. Hinten wird ganz schön rumgeballert. Batsch. Ja, bin ich mal gespannt, ob man den Helikopter zerstören können. Am besten ja dann mit Grace den Piloten rausschießen. Okay, die Schüsse kommen von links. Lass mich die einfach mal schießen. Gehen hier mal so ein bisschen durch den Sumpf. Da geht's ab. Ja, lass mal die. Oh. Kommt mal schnell hier vorbei, ehe die euch sehen. Grace? Peaches? Peaches, komm. Muss ich nicht mit jedem anlegen hier. Da oben ist der Hubschrauber. Okay, hier gibt's nichts. Kann man auch nur Fahrzeuge kaufen? Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ozan Outfilters bis auf weiteres geschlossen bleibt. Die Atmosphäre in diesem County ist dermaßen vergiftet, dass meine Familie und ich hier nicht mehr länger sicher sind. Okay. Sehr cool. Grace, machst du noch was für dein Geld, oder? Weil sonst müssen wir dem nämlich jetzt hinterher hier. Und das wäre äußerst mies. Bleiben mal ein bisschen bei Grace. Geben ihr Deckung. Beim Zerstören des Hubschraubers. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Da vorne ist aber. Das ist nur ein Begleithelikopter hier. Gespannt, wo der hin will. Da bleibt er erstmal stehen. Okay, wie gesagt, die da unten lassen wir mal stehen. So, und wir könnten ja jetzt Grace. Das wird eine Überraschung. Ja, Peaches, ich weiß, da kannst du nicht hin. Aber trotzdem, falls die runtergehen, dass du dir den holst, Peaches, ne? Du musst eben nur schön dranbleiben jetzt.
gespannt, wo der kreist. Über was? So, wir kommen ein bisschen näher ran. Also wie gesagt, mit einem RPG hätte ich den schon unten. So, nehmen wir mit. Ja, Grace, wo bleibst du? Ansonsten muss ich dich wirklich mal schnell austauschen gegen Nick. Und das wäre echt zu schade. Ach, komme ich nicht hoch. Ich suche mir einen besseren Winkel. Ja, super, Grace. Läuft bei dir. Vielleicht führt er uns aber auch irgendwo hin. Echt gespannt, wo der landet. Ob der überhaupt landet? Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Ja, na dann komm mal mit, Grace. Peaches? Wir kennen Hunger, Durst und Kälte nicht mehr. Wir leben nicht mehr, nicht mehr. So. PKW mit Stand-MG wäre natürlich auch noch geil. Lass mal fahren hier unten, oder? Ja. Ha, sehr cool. Das mit Absicht außerhalb der Reichweite? Ich habe eben auch Angst, dass sobald ich darauf schieße, dass der dann halt flüchtet, ne? Da, ein Sünder! So, ich hoffe, ich lock den eher an. Ne, der haut jetzt ab. Ach, ärgerlich. Aber ich habe hier was gehört. Da unten! Peaches? Wow. Hier ist es nicht gut. Bin unterwegs. Der Bär hat also hier Leute getötet. Ja, 300 Meter schon weg. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Gut. Okay, machen wir es gleich mal anders. Alles klar, viel Glück dann. So, Nick. Auf dem Weg. Das ist super. Deputy, da ist kein Sichtkontakt. Was? Alter, was ist denn mit dem Nick los? Ist der noch außer der Reichweite? Da kommt er doch. Und hoch hier. Vielleicht muss man ja auch wirklich näher ran. Aber ich meine, das ist doch dort oben am Himmel, oder? Der muss das doch mitkriegen hier. Jetzt Angriff ist markiert. Jawohl, Nick. Plündern ist voll. Kriegt er den? Los, komm schon, Nick. Den ersten hätten wir down. Dann jetzt nur noch den, Nick. Peaches am Start? Peaches am Start. Sehr, sehr geil.
War definitiv ein Treffer. Geht runter. Jetzt hat das aber ganz schön gewechselt, oder? Auf 800 Meter. Puh, Leute. Ich kann jetzt nicht 900 Meter laufen, das geht ja gar nicht. Schönes Auto wäre cool. Obwohl, der kommt uns auch ein bisschen entgegen hier. Das ist schon mal cool. Der ist vom Widerstand. Kein Grund zu schießen. Was ist das hier? Nur Trucks, muss man nicht hin. Hier unten geht es um Sektenaußenposten. Ne, wir gehen querfeld ein, Leute. Los, auf geht's. Ja, eine Jagd nach den Helikoptern. Immer mit einem eigenen Helikopter wäre das ganz cool gekommen. Wir müssen stark. Wow. Scheiße. So. Plündern ist voll. 3 Vorteilspunkte erhalten. Da unten wird wieder irgendwas verbrannt. Peaches? Zack. Ich bin mal gespannt. Peaches, kommst du klar? Peaches, komm schon. Na, jetzt hat sie sich ein bisschen lullig, oder? Ach, der verbrennt sich selber. Hast du fein gemacht, Peter. Schön gewartet. Oh, das wäre schief gegangen. Hoppala, und runter. Na, ja, Bogen brauchen wir, glaube ich, nicht. 600 Meter. Aber hier wirklich querfällt ein, diese Jagd nach dem Helikopter. Es steht ja aber auch nicht mal da, wie viele. Das Helikopter. 20, 30, 85. Okay. So, 500 Meter, na, das geht doch. Langsam wird doch hier ein Ziel draus. Okay, jetzt bin ich schon erschrocken, was die für Geräusche abgeben hier. Da oben wird schon wieder geschossen. Ah, Peaches, jawohl, sehr geil. Da zieht sie vorbei. So, hier hoch. Das Ding mit der Sache, für die es sich zu leben lohnt, lässt ein ganz anderes Überleben und so denken. Ja, definitiv, Nick, definitiv. Ich denke mal, wenn man nicht alles zu ernst nimmt im Leben, dann lässt das Ganze auch sich viel, viel ruhiger angehen. Nicht alles auf die Goldwaage legt. Wenn man mal Konkurrenz und sowas beiseite lässt, sondern einfach nur Spaß hat gemeinsam. Es gibt im Fußball keinen besten Spieler. Es ist eine Mannschaft, es ist eine Teamleistung. Und genauso sage ich auch das Ganze auf YouTube hier mit, ich habe so und so viele Abos, ja, ich habe so und so viele Abos. Schwachsinn. Man kann doch gemeinsam zocken. Gemeinsam Spaß haben, gemeinsam zocken. Das ist doch viel wichtiger. Ich meine, berühmt wird keiner mehr von uns auf YouTube. Na? Oder auch so, da muss schon richtig der Wille herbei. Es gibt aber auch richtige Wege und falsche Wege. Es wird uns durchladen! Das Leben muss einfach und hart war.
du das immer mit dem Waffe wechseln? So, Nick. Ja, ich komme echt noch nicht ran. Also noch näher ran. Er kommt aber auch selber nicht näher ran, ne? Wartet mal. So, wenn ich jetzt rankomme. Sorry, ich sehe das nicht. Ja, ich sehe das nicht, sagt der Nick hier. Jetzt an. Da, ein Blinder! Ich kann von hier nicht schießen. Also ihr seht schon, in dem Helikopter keine Waffen. Aber jetzt sehen wir, wie Nick das macht. Und da geht er down. Nick, du holst dir den, ne? Sehr geil. Bewaffneter Bergkonvoi. Abgeschlossen. Absolut top. Ja, Leute, und heute mit unserer Wandersimulator 2018 Folge danke ich mich natürlich bei euch fürs Einschalten. Und ich wünsche euch noch einen geilen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und hoffe, es war für euch nicht zu langweilig, jetzt mal ein bisschen zu quatschen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen, Ideen habt oder euch irgendwas auf der Seele brennt, dann sagt es mir einfach. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann, ja, sichere den Hawkeye-Tunnel, das machen wir dann das nächste Mal. Also, dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.